Wir wissen alle ganz genau, dass Lara schon mal jemanden hat. Deswegen habe ich die Polizei alarmiert. Die Polizei hat genau, wo die Frau mit dem Messer stand, die auf den Boden geworfen und mit zur U-Haft Echt, genommen. hat sie das schon mal gemacht? Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte damals auch einen ehemaligen Kumpel, der genau so eine Einstellung hatte, dass wenn wir weggegangen sind und er keine Chayas abbekommen hat, dann ist er komplett durchgedreht. Ich meine, er konnte zwar keine Aktion so vor mein Gesicht abziehen. Dieser Heuchler, auf jeden Fall ist es auch einer gewesen, der bei mir in den Videos mitgewirkt hat. Aber zu dem werde ich noch irgendwann kommen. Ich werde den auf jeden Fall bald hops nehmen, Leute, damit. So, Friends. Dankeschön fürs Einschalten. Wie ihr im Titel erkennen könnt, gibt es ja natürlich wie immer zwei Seiten der Medaille. Ihr habt ja vielleicht das letzte Telefonat mit Sarah mitbekommen. Daraufhin hat sich Ilgenay bei mir gemeldet und gesagt: Ey, Fatih, guck mal, die Leute denken jetzt voll falsch von uns. Du hast gesagt, wir ziehen sie ab und die Leute denken, wir würden sie abziehen. Auf jeden Fall habe ich bin ein Mensch, ich höre mir gerne beide Seiten an und ich würde sagen, wir hören uns jetzt eine Runde Ilgenay an. Ich habe Sarah auf jeden Fall auch gesagt, dass ich mir die Seite von denen auch anhören werde. Weil nur eine Seite sich anhören, das geht nicht. Okay, was geht ab? Was geht ab? Ey, Nix ich bei höre mich, dir? das schallt so. Warum? Okay, jetzt höre ich mich nicht mehr. Hi, Hört ihr Fatih, mich? wie geht's? Gut, selbst. Auch, danke Was schön. geht ab? Ich gucke gerade, wie eure Stimmen sind, aber ist okay, oder? Ja. Gut. Ja, also let's go, würde ich sagen. Ja, was geht ab, Leute? Bad Boy und Barbie Igna am Start. Hi Leute. Ja, also das Ding ist, die Sarah, die hat auch, also wir haben uns auf jeden Fall das Video angehört von Pumping Monkey. Und haben mal gehört, was sie gesagt hat. Und eigentlich wollte ich mich gar nicht dazu äußern. Aber ich dachte mir, krass, der Pumping Monkey denkt jetzt auch schlecht von uns. Und ich mag Pumping Monkey. Und er denkt jetzt auch schlecht von uns, kennt aber unsere Seite nicht. Also es war halt scheiße, dass er sich unsere Seite gar nicht. Also, Ja, von nachgefragt hat, ey, genau. wie sah es eigentlich aus von eurer Seite aus? Ja, genau. Aber deswegen habe ich mich bei Pumping Monkey gemeldet, weil ich ihm einfach auch mal die Augen öffnen wollte. Da das Mädchen sehr viele Lügen verbreitet, also auch privat bei Menschen, auch bei Social Media und sie auch alles auf ihr Alter schiebt. Also Ja. egal was, sie schiebt alles auf ihr Alter. Und ich meine, sie und ich, wir haben nur ein Jahr Unterschied. Deswegen, also ich schiebe meine Sachen auch nicht auf mein Alter. Und ich sage euch jetzt ehrlich, wer sich nackt im Internet präsentieren kann, wer sich so benehmen kann, der soll nicht sagen, dass er ein Kind ist. Das geht nicht nur für sie, das geht für alle, die das Gleiche machen. Das geht auch für Ja, mich, ja. ja. Und vielen anderen. Und ich sage auch nochmal kurz davor, immer wenn sie nicht weiter weiß, wenn sie nicht weiter weiß und sie merkt, okay, jetzt kommen meine Lügen raus, fängt sie an zu weinen oder schwört auf ihre Mutter, schwört auf ihre Tochter. Also Auf Leute, ihre das ist Schwester. jedes, genau, auf ihre Schwester, das ist jedes Mal das Gleiche. So, wir haben auch Herz, wenn jemand weint, dann tut es uns leid, Ja. aber die Sache ist, sie dreht das so hart um und fängt dann an zu weinen und die Leute bekommen natürlich Mitleid. Das kurz vorab, ne? Ja. Und genau, es geht jetzt erstmal darum, wir haben uns getroffen. Ganz normal, weil wir hatten schon davor Streit mit Sarah. Und dann haben wir es wieder geklärt gehabt. Wir haben da einfach wieder verziehen. Und wir waren ganz normal im Hotel und wir haben von einem Freund von uns Geld bekommen, weil der hatte sowieso eine Summe bei uns offen. Und Sarah sagte ja angeblich, sie hätte uns das Geld geschickt, aber das hat ein Kollege von uns geschickt. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt Genau. wieder zeigen oder? Klar, wenn du Beweise hast, let's go. Also. Genau, Sarah meinte, dass sie diese 150 Euro und diese 30 Euro an Igna überwiesen hätte. Und jetzt zeigen wir euch, dass es Also, gelogen ist. ich hab ein Foto von Sarah bekommen, wo sie euch einmal 30, glaube ich, und einmal 150 Euro überwiesen hat. Und da steht Ilgenay drauf. Das hat aber nicht sie geschickt. Sie hat den Kollegen gefragt, ob sie einen Screenshot davon bekommt. Damit das so aussieht, als ob sie das geschickt hätte. Und jetzt zeigen wir euch, dass das alles bei erfunden ist und gelogen war. Ja, warte, ich schneide das einmal kurz, damit man das, also die anderen Rechnungen nicht sieht. Ich mache auch mit Datum und so, damit ihr das sehen könnt. Sieht man das? Ja, genau, halt mal so. 22.03.2023 hat mir jemand anderes 150 und 30 Euro geschickt. Okay, Abgesehen das. davon ist auch Sarah gar nicht bei der Sparkasse, sondern bei der Postbank. Nur mal so nebenbei am Hier, Rande. und genau, da können Krass. wir auch nochmal, können wir nicht auch noch die Uhrzeit sehen irgendwie? Nee, oder? Doch, wenn du. Nee, leider nicht. Aber hier auf jeden Fall. Und jetzt zu der nächsten. Ich habe jetzt gerade auf WhatsApp geschickt mit diesem Weg von Düsseldorf nach Essen Genau, den haben wir zum nämlich auch Hotel. Also, bezahlt. ja. Es geht ja hauptsächlich jetzt euch darum, dass sie sagt, dass ihr sie abzieht. Dass Genau, sie. eigentlich sind wir Leute, wir ziehen sowas gar nicht in die Öffentlichkeit oder sagen auch nicht, Sarah, wir haben das und das und das für dich ausgegeben. Aber wenn sie anfängt und sagt, wir haben das und das und das und das für euch, ich habe das und Richtig. das und das für euch ausgegeben, dann greifen wir ein und sagen, das stimmt nicht.
Sarah, du hast gelogen. Wir haben für dich mehr bezahlt als du. Du hast uns 10 Euro bezahlt und ich wollte dir diese 10 Ja. Euro sogar noch überweisen. Weil wir, guck Ja. mal, das war so, wir sind vom Hotel, wollten wir in den Club gehen und wir haben Sarah gesagt, ey, wir haben kein Bargeld dabei. Es ist ja jetzt eine Zeitverschwendung, wenn wir zur Bank gehen. Deswegen, ich überweise dir jetzt 10 Nein, Euro. wir gehen zum, genau, mit diesen Überweisungen. Sie so, nein, schick nicht. Genau. Da sind wir zum Club gegangen und vor dem Club haben wir sogar noch gefragt, ob man mit Karte bezahlen kann. Nein. Genau. Dann, wir so, dann gehen wir jetzt eben ganz schnell Geld abheben, weil wir, das war in der Nähe vom Limbecker, Auf ne? einmal hat sie bezahlt, auf einmal hat sie bezahlt für Ich eine Karte. bezahle für euch alle und wir so, dann überweisen wir dir das Geld aber. Weißt du, was ich meine? So, jeder von uns hat Online-Banking. Dann die so, nein, bla bla bla, aber ja. Ja, und hier einmal die Beweise. Also nochmal, wir haben das Hotel bezahlt, Zeig die Flower richtige. Hotel. Ich habe das andere, das große. Hier das. Ja, das habe ich gerade gezeigt. Also Aber das das vom ist jetzt, Hotel. das ist jetzt der Beweis oder die Screenshots oder halt allgemein die Sachen, dass ihr das alles bezahlt habt, oder? Genau, das ging auch Genau. über meinen Namen. Also Das das ist Hotel. die Hotel-Dings, das ging über meinen Namen. Und du hast die Und Rechnung, dass, also auf deinen das ist. Kontoauszug, dass du das bezahlt hast. Genau, hier habe ich Ja. sogar noch hier 85 Euro. Einmal Flowers Hotel kann ich sogar nochmal auf meiner Sparkasse zeigen, damit ihr seht, dass das ein Fake ist. Und Und bei uns ist das beiden so, mein Geld ist ihr Geld ist mein Geld. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Aber das so darzustellen, dass wir uns von einer hier, bitteschön. Minderjährigen, von einer 17-Jährigen alles ausgeben lassen, ist ein bisschen peinlich. So. Das wird Ich, jetzt heute, weil das wird erst heute abgebucht, aber das war schon aber davor. wie kommt sie dann da drauf, zu sagen, dass sie alles bezahlt? Warum? Das ist typisch Sarah. Egal was ist, egal welche Freundschaften sie hat, wenn sie mit einer Sache nicht klarkommt, dann packt ihr irgendwelche Sachen aus. Das Ding ist, an dem Tag habe ich zu ihr gesagt, dass sie geizig wäre, da sie zu geizig war, um mir 10 Euro bar zu Wie geben und seid ihr ich ihr das noch? auf der Karte schicke. Also ich wollte ihr das genau in demselben Moment aus der Karte schicken und habe gesagt, gib mal, Hey. weil ich keine Lust hatte, zur Bank zu laufen. Und wir sind die Letzten, die von ihr wirklich Geld annehmen, weil wir wissen, was für ein Palaver sie mal mit den Leuten abzieht. Wir wissen, die braucht sowas, um halt einen Skandal draus zu machen. Hier Uber bezahlt, also bitte. Auch zur Adresse Kupfrohnhausener Straße ist die Adresse vom Hotel auch über unseren Namen gegangen. 52 Euro. Ja gut, also ich meine, die beiden beweisen hier einfach, dass sie an dem Tag oder an dem Abend alles selbst bezahlt haben. Also sie beweisen das Gegenteil hier, weil im Endeffekt hat Sarah ja gemeint, dass sie alles bezahlt hat. Irgendwie auch die Hotels mit dem Essen und ich weiß nicht, warum sie hier so gelogen hat. Keine Ahnung. Warte, Verstehe ich sie nicht. hatte noch Essen bezahlt, ne? Also ich habe Also gesagt, das mir Essen hat sie geht's. ja auch bezahlt. Das Essen hat sie auch bezahlt, ne? Ach, das habt ihr auch bezahlt. Ja, wir haben alles, weil warum auch nicht? So, bei uns ist das so. Wir sind Ich gutherzig, verstehe sind es wir nicht. mit. Also guck mal, ich habe nur gesagt, ich kann das mitfühlen, weil ich es in dem Moment geglaubt habe, weil ich selber genau dasselbe durchgemacht habe oder mache und weiß, was es Aber so sind heißt, wir wenn ja auch. Menschen Wir geben auch undankbar immer Geld. sind. Genau, wir geben auch mal Geld aus und dann kommt Genau. sowas Undankbares wie Sarah. Dann dreht sie alles um. Jetzt geht ja diesen Spieß Guck um. mal, So. sie Also ihr sagte gebt auch ihr 100. aus. Richtig. Sie sagte selbst noch, das ist wortwörtlich, sie sagte selbst in mein Gesicht, boah, weißt du noch, als wir Diamonds waren und du das ausgegeben hast, das und das ausgegeben hast, also in irgendwelchen Clubs das ausgegeben hast. Ich sage sehr gerne von mir, jetzt warte ganz kurz, wir sind gerade. So, sorry. Sie sagte Guck mal, selber, dass. auf jeden Fall, es muss doch Boah, irgendein einen Punkt. Moment mal bitte wieder, ja? Okay, es muss doch irgendeinen Punkt geben, dass man sie abzieht, ist es nicht. Das habt ihr jetzt bewiesen, ne? Ihr habt ihr jetzt gezeigt, mit Beweisen, dass ihr alles bezahlt, dass auch was eure Rechnung angeht, ihr selbst zahlt und ihr noch selbst ausgibt. Aber Richtig. es muss doch irgendeinen Punkt geben, warum sie so durchdreht und warum sie so Lügen verbreitet. Was ist der Grund? Der Grund, und das sage ich jetzt auch Richtig, offen und ne? ehrlich, an dem Tag war ich oben, oh mein Gott, meine Kamera. An dem Tag war ich oben, also beim Club, ich war danach oben und ich war mit, du weißt eben, also ich glaube, ich habe dir gesagt, am Rauchen. Und dann hat sie das gesehen. Erstmal war ja komplett nett für uns, dann hat sie das gesehen, dass ich mit dem am Rauchen bin und sie ist eine Person. Und das sage ich jetzt offen und ehrlich, wenn die keinen Typen abbekommt an dem Tag, rastet sie aus. Und das ist auch mal in Köln passiert der Fall. Deswegen hatten wir auch wieder eine Zeit lang Streit. Zwei Jungs wollten keinen Geschlechtsverkehr mit der haben. Die hat Ja. die Jungs als Hasen beleidigt, ist ausgerastet, hat mit Flaschen geworfen in unserer Anwesenheit. Da haben wir auch noch Videos. Weil die Jungs nichts von ihr wollten. Richtig, und die Typen wollten die dann hauen und wir haben die beschützt.
Wir haben die bis zum Ende sogar noch, wir haben die da liegen lassen, damit die sich beruhigt, haben die Jungs rausgeschmissen und haben sie dann am Ende noch, als es ihr wieder gut ging, sie runtergebracht und für alles weiter für Uber geklärt, damit sie gut nach Hause kommen. Also das war jetzt letztes Wochenende, das war schon ein bisschen länger her. Genau, und Und da hat sie uns auch noch beleidigt. genau, das war die gleiche Situation wie am Wochenende jetzt. Dass sowas Ähnliches passiert, hat die gesehen, dass ich da mit zwei Jungen stehe, mit denen ich befreundet bin, die ich gut kenne. Hat das gesehen, ist hochgerannt und hat dann irgendwie auf ein altes Thema, was ich keine Ahnung, 2 Stunden vorher zu der gesagt habe, kommt die und sagt, wie, du sagst, dass ich geizig bin und so. Und dann daraufhin bin ich noch mit der nach unten gegangen und habe unsere Klamotten abgeholt. Wir hatten ja Wo die alleine runtergegangen unsere war, ja. Jacken. Haben wir unten abgegeben gehabt, auf einmal hat die ganz normal mit mir geredet. Dann waren wir wieder oben bei den Jungs, da ist sie wieder ausgerastet. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte damals auch einen ehemaligen Kumpel, der genau so eine Einstellung hatte, dass wenn wir weggegangen sind und er keine Chayas abbekommen hat, dann ist er komplett durchgedreht. Ich meine, er konnte zwar keine Aktion so vor mein Gesicht abziehen, aber ist dann zu den Mädels und hat Scheiße erzählt, so dass die Mädels zu mir kamen später und mich gefragt haben, warum ich verheiratet bin und Kinder zu Hause habe. Ja, So, ich hab genau. genauso einen Kumpel gehabt, ne? Kumpel, dieser Heuchler. Auf jeden Fall ist es auch einer gewesen, der bei mir in den Videos mitgewirkt hat. Aber zu dem werde ich noch irgendwann kommen. Ich werde den auf jeden Fall bald hops nehmen, Leute, damit ihr Und dieser Typ, also der Typ, der besser. neben mir war, mit dem ich am Zigarette rauchen war, wo die da ausgerastet ist, der hatte nichts damit zu tun, also wirklich 0%. Ja. Und sie ist nach Hause gegangen, hat eine Story über den gepostet, hat Mehrere irgendwelche Stories. Fake-Informationen geredet. Und Vater, du kennst selber diesen Jungen. Du weißt ganz genau, dass er nicht so bescheuert im Kopf ist. Also ich bin ein Freund von dir, stoppen, dass du weißt, dass er nicht so im Er Kopf sagt ist. über einen Mitte-20-Jährigen, dass er was mit 12-Jährigen hat, den irgendwas in deren Getränke reinmacht. So, wo sind wir Und gelandet? daran merkt man, dass du bei uns auch, wenn du schon bei fremden Personen, die dich mal richtig kennst, dann ist es klar, dass du auch bei uns Und ich bist. glaube auch ein bisschen, was liegt dann ein bisschen auch daran, so an Eifersucht, weil ich sage das jetzt auch offen hier, warum sollen wir lügen? Wir sind jetzt gerade schon bei einem Statement. Also, das hat mir eine sehr gute Freundin von ihr gesagt, dass sie wohl Gefühle für mich gehabt hätte. Und als wir dann jetzt im Hotel mit Iginal waren, mit Ja. dir hat sie wohl auch zu Iginal die, erzähl mal, was sie dir gesagt hat mit Gefühlen und so. Das sind dir auch die Beziehungen und so. Das kommt mir halt ein bisschen auch manchmal so vor, weil sie, sobald du auch mit Shelly zum Beispiel Ja. geredet hast, Sie meinte auch zu mir irgendwie, also sie meinte auch irgendwie zu mir, dass sie Gefühle für mich hat. Sie hat auf ihre kleine Schwester und auf ihre Mutter geschworen, wo zum Beispiel er und ein Kollege rausgegangen sind vom Hotel, war ich mit der Für wen, alleine. sorry, für wen hat sie die Gefühle? Für mich also für mich hat sie wohl Gefühle. Und für mich auch. Und das habe ich von einer Freundin von ihr gehört, ne? Die waren zusammen irgendwie im Hubs oder so. Und das, Das war, da. also, dass sie Gefühle für mich hat, hat sie selber aus ihrem Mund gesagt. Und dann habe ich auch Spaß mal auf WhatsApp geschrieben, Sarah, wir sind in einer Beziehung, haha und so. Und die meint halt immer, also zum Beispiel er und ein Kollege sind rausgegangen aus dem Hotel und sie meinte so zu mir ins Gesicht liegen, ich schwöre auf meine kleine Schwester, ich schwöre auf meine Mutter, ich habe Gefühle für dich. Boah, okay, das ist schon Es ist ja nicht gruselig. schlimm, es ist nicht schlimm, es ist nicht Ja, schlimm, wir supporten ja das gleiche alles, Geschlecht ne? zu stehen, Ob man aber. jetzt dasselbe Geschlecht ist, wir Also, supporten alles, Leute. ich finde das schon gruselig, keine Ahnung. Ja, also es fällt halt immer wieder auf, dass immer wieder, wenn wir zu dritt irgendwie zusammen sind, auch voll die Eifersuchtsprobleme kommen. Zum Beispiel, wir Ja. beide umarmen uns oder geben uns einen Kuss auf die Wange, dann rastet die aus, fängt an zu weinen und macht irgendwelche Filme. Das ist halt schon ein bisschen scary so. Weißt du, was ich meine? Wir sind halt mit Freunden, sie ist halt auch nicht mein Alter, ich bin in einem ganz anderen Alter. Und dann bekommt man natürlich schon so ein bisschen Angst, weißt du, was ich meine? Und egal, wann wir zusammen waren, sei es im Hotel zusammen oder als damals dieses Hotelskandal kam mit Anfang 2022, wir hatten noch nie was miteinander, wir werden noch nie was miteinander haben und ich habe am Ende immer aufgepasst, dass sie Ja. gut rauskommt oder gut untergebracht ist. Was Sarah im Endeffekt mit anderen Leuten dann macht, dafür kann ich keine Konsequenzen mehr tragen. Dafür ist ihre Familie da, ihre Mama da und ihr Vater oder was weiß ich. Und ja, Mann. Ich Ja. glaube, dass viele auch einfach einen falschen Eindruck von uns bekommen über TikTok Ja. durch solche Gerüchte. Ja, krass. Ich meine, ihr habt ja selbst gesehen, dass ich auf euch so sauer war, weil es im Endeffekt mir so darum ging, dass man einfach ein kleines Mädchen abzieht. Ihr seht, Leute, falsche Reaktion. Man muss sich immer beide Seiten anhören. Und ich meine, die sind jetzt mit Beweisen gekommen. Und deswegen sollte man sich immer beide Seiten anhören, weil man kann echt so auf die Schnauze fallen, ne? Ja. Und der Vati hatte mich ja, darf ich kurz was sagen? Ja, klar. Der Vati, also du hast mich ja auch nach, wie heißt das, nach Frankfurt gerufen für einen Videodreh.
Und eigentlich habe ich dir ja gesagt, dass es sich interessant anhört und ich wollte eigentlich auch dabei mitmachen. Also wir zu zweit hatten eigentlich beschlossen, dass wir kommen. Dann hat die Sarah uns aber eingeredet, dass du falsch bist, dass du Ja. eklig bist, dass du angeblich Sachen machen würdest oder Aktion uns. geplant hast, um uns irgendwie, dass wir Ja. gehauen werden in Und Frankfurt oder. dass wir nicht mehr heile nach Hause kommen oder dass du so also tun willst, als, also wir haben ja selber Geld für ein Hotel, aber dass du so tun willst, als würdest du uns alles bezahlen, aber dann im Endeffekt doch sagst, nee, bezahlt das und das und das selber. Und so weißt du, was ich meine, das habe ich dir dann auch im Endeffekt gesagt. Ich habe dir gesagt, guck mal, was Sarah mir geschrieben hat, dass du hinterhältig bist und so und ich deswegen nicht gekommen bin. Also So, und jetzt. ich hab's ja dir gesagt, ich sag's den Zuschauern nochmal. Also egal, wen ich einlade, dann ist diese Person mein Gast. Und ich empfange diese Person so und schicke sie wieder so nach Hause, dass sie nur Positives über mich reden. Ja. Ja. Also wenn ich Videos drehe. Und niemals, also ich check das nicht, warum man sowas sagt. Okay, ich kann mir gut vorstellen, weil du sagst, dass sie eifersüchtig ist, kann ich mir hier gut vorstellen, dass sie vielleicht verhindern wollte, dass du bei mir in den Videos reinkommst. Vielleicht wollte sie die Aber Einzige sein. dazu sage ich mal, wenn sie über dich schlecht redet und Lügen erzählt, dann frag dich mal bitte, was für Lügen die über uns erzählt. Ja, Dann das erzählt sie, ist was ich meine, krass. das macht eins zu eins Sinn. Die Sie hat erzählt Lügen auch über dich. damals, das, wo die gesagt hat, dass ich auf Typen stehe. Ja. Erzähl mal die Story. So, das war auch so eine Sache. Die sagt im Live, der steht auf Typen, der hatte was mit drei Typen. Ich hatte noch nie was mit einem Typen. Und selbst wenn es, Und also. wenn es so wäre, ja, dann würde ich es aber auch sagen, so, ja, nee, wer ist Sarah, dass sie ein Coming-out machen würde? Aber das meine ich mit Gerücht, dass wir jetzt, wisst ihr, was ich meine? So, Leute, das ist einfach ein bisschen crazy, ja? Also, stellt euch mal vor, ihr seid mit einer Person, die Person erzählt solche heftigen Gerüchte über euch und am Ende des Tages seht ihr das ja als Zuschauer und denkt euch dann natürlich, okay, das stimmt, die waren zwar mal chill, aber es kann genauso auch einen Vati treffen, es kann genauso auch jeden anderen YouTuber treffen, weil dann steht die am nächsten Tag nicht mit mir, sondern mit ihm und erzählt über ihn irgendwelche gruseligen Gerüchte rum. Und egal mit welchem TikToker die Kontakt hat, mit diesem TikToker hat die auch Beef, weil die 1, 2 Tage normal sein kann, Genau. aber am dritten Tag sieht man direkt ihr wahres Gesicht. Und das ist sehr, sehr schade. Wir haben ja sehr oft versucht zu Ja. helfen. Und der Vater hat ja selber gesagt, dass ihr auch versucht zu helfen. Wir haben ja genauso viel versucht zu helfen. Wir haben sehr viel für die getan. Aber jedes Mal hat sie das ausgenutzt und hat wieder ihr wahres Gesicht gezeigt. Oder selbst auf TikTok Ja. wollten der Menschen helfen. Und die hat sich darüber lustig gemacht. Ich brauche keine Hilfe Richtig. beiseite und so. Ich finde Also. das, also guck mal, es ist irgendwo auch schade, weil Dara, so, du wirst es eh sehen und hören, egal was du ab jetzt erzählst, keiner wird dir glauben. Egal wie viel du schwörst auf deine Mutter, auf deine Schwester, keiner wird dir mehr was glauben, wenn du so weitermachst. Das finde ich auch sehr schade, dass man auf seine Schwester oder auf seine Mutter schütten dabei lügt. Sage ich offen und Ja. ehrlich, das ist sehr, sehr schade. Und das ist sehr, sehr gefährlich, aber das wissen die nicht. Krass, Niemand Alter. wird einem mehr was glauben, ja? Das ist halt Und sehr das ist halt traurig. sehr, sehr blöd, dass so eine Person uns versucht, im Internet schlecht dastehen zu lassen. Aber ich bin sehr glücklich darüber, dass wir zwei alles aufgenommen haben. Auch schon die Sache mit Shelly, ihrer besten Freundin, das habe ich auch Richtig, das haben aufgenommen. wir auch Die ganz. hat über Shelly gelästert, bis zum Gehtnichtmehr, das habe ich auch gepostet. Auch während des Aufenthalts im Hotel. Ja. So, das war schon so krank. Währenddessen wir mit Shelly die ganze Zeit waren, ich habe Shelly erst an dem Tag kennengelernt, durch Sarah dann. Die war durchgehend über dieses Mädchen am Reden, hat mich fertig gemacht. Und immer, wenn Sarah etwas sagt, heißt es, machst du das nicht, poste ich Stories über Ja, die dich. hat unsere von allen unsere Nummer gepostet. Alle Nummern, natürlich nicht meine richtige Nummer, auch nicht deine, aber deine beiden Nummern, ne? Nee, das war meine Business-Nummer. Genau, deine Business-Nummer von Shelly, aber Sie hat so. eure Nummern veröffentlicht. Party, weißt du noch, wo ich dir gesagt habe, tu mich nicht mit der in eine Gruppe rein? Ja. Weißt du warum? Genau deswegen, weil dieses Mädchen immer Ja. Nummern veröffentlicht. Ach so. Ja, die alle veröffentlicht, ja. Werdet ihr, mal eine Frage. Ich habe ja vorhin auch sie eine Sache gefragt. Das könnt ihr auch gerne mal erwähnen, was ihr Ex-Freund oder wer das auch immer ist, Ach gesagt hat. so, ja. Also, wir haben mit Anis telefoniert, weil jeder von euch kennt Anis ja. Anis ist die Person, die Sarah hat Anis versucht, komplett zu zerstören im Und Internet. dazu sage ich mal was, alles hat nichts mit der Öffentlichkeit zu tun, nur weil sie so verliebt ist oder irgendwelche Störungen Die hat. kannte sich einen Tag, ja. Ja, Die kannte sich postet einen die Tag. TikToks über den, der Junge hat eine Familie. Stellt euch mal vor, man ist nicht in der Öffentlichkeit und die Familie sieht das. Der hat eine kleine Schwester, der hat eine Ja. Familie und er hat nichts mit der Öffentlichkeit zu tun. Sie hat sein Leben zur Hölle gemacht. Sie ist da hingefahren, hat Bilder von ihm ausgedrückt und hat die überall verteilt. Und hat Eier Ah ja. auf seine Tür geworfen. Hat sehr viele eklige Sachen gemacht, die ich nicht mehr erwähne.
Er hat uns erzählt, dass Sarah erzählt hätte, dass Pumping Monkey die nackt aufgenommen hätte. Genau, sie, also es war so, dass sie ist zu Anis gegangen und hat Anis erzählt, dass Party sie nackt aufgenommen hätte, Videos davon gemacht hätte und gesagt hat, wenn du 18 bist, dann verkaufe ich dich auf OnlyFans. Und das Und finde ich jetzt, so krass, die genau. Aussage, weil Party ist ein erwachsener Mann Ja. und ich bin auch ein erwachsener Mann. Sie hätte genau dasselbe auch über mich Und sagen können. Party, sag jetzt bitte noch einmal, sie lügt nicht. Hallo? Sarah, Hi. wie geht's? War es gerade wieder voll schlimm. Und die schießen jetzt alle zu dritt auf mich und das ist gerade voll schwierig. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil die jetzt auch auf meine Schwachpunkte eingehen und so. Ja, mir haben sie auch geschrieben. Ich höre sie mir auf jeden Fall gleich an und nimm das auf. Ja. Ich habe nur eine Frage an dich. Ja. Hast du diesem, wie heißt der, Anis oder Anis? Ja, was mit dem? Hast du dem gesagt, dass als du hier warst und mir Videos gedreht haben, dass ich dich nackt aufgenommen hätte? Und wenn du 18 bist, würde ich dich dann auf OnlyFans verkaufen. Also ich wäre so quasi dein Zuhälter. Hat er das erzählt? Ja, also der hätte das denen erzählt, dass du das ihm erzählt hättest. Stimmt das? Nein, ich habe mit Anis gar keinen Kontakt. Ich habe ihn ja zuletzt vor einem Monat oder so gesehen, aber der Typ versucht ihn die ganze Zeit zu schaden. Der hat auch den Junko angeschrieben, der auch irgendwas erzählt, aber ich habe sowas auf jeden Fall nicht erzählt. Wallah. 100%. Aber Also, warum soll das, stimmt doch gar nicht, warum soll ich sowas erzählen? verstehe ich nicht, wie kommt man auf sowas? Keine Ahnung, die sollen irgendwas mit Beweisen zeigen oder so. Ja, das stimmt auf jeden Fall nicht. Also, die sollen ganz bei der Nummer am Posten und so. Die versuchen gerade mit allen Mitteln mir zu schaden. Können wir kein Zoom-Meeting oder so? Doch, das können. Ich mache jetzt mit denen eins und dann mache ich mit Ja. dir eins. Okay. Okay, bis dann. Ich finde das krass, wirklich so. Es gibt wirklich viele Mädels oder auch Jungs, die irgendwelche Gerüchte auf die Welt setzen, damit man so schlecht dasteht. Und ich kenne wirklich, ich habe euch vorhin von einem Typen erzählt, ja, dass ich genauso einen Kumpel hatte. Was ich bis heute immer noch höre, wenn ich unterwegs bin und Videos drehe und dass fremde Mädels, auch junge Mädels zu mir kommen und mir Sachen erzählen wie, ey, er hat so und so über dich gesagt und meinte zu uns, wir sollen irgendwelche Gerüchte auf die Welt setzen, damit du schlecht in der Öffentlichkeit stehst. Weißt du, mir wird das alles erzählt. Und die Leute denken auch, ich schluck das alles. Tue ich auch für den Augenblick. Aber ich sag nur eins, die sollen Angst vor meiner Geduld haben. Ja, Weil richtig. bald kommt auch was über diese Menschen, die so etwas tun. Man will was Gutes tun, aber bekommt dann halt gar Jetzt keine bereuen es Dankbarkeit. eigentlich nie, also sie bereuen es eigentlich nie, Menschen was Gutes zu tun, auch wenn die danach scheiße sind und undankbar sind, aber das Mädchen wiederholt jedes Mal die Fehler. Sie hat gestern ja mehrere Stories gepostet und in einer Story war, wo ihre Mama geschrieben hat, sie nutzen dich nur aus. Was sagt ihr dazu? Die Mutter, Die und das sage ich Mutter, jetzt ja. offen und echt, die Mutter hat mich damals immer angerufen und gesagt, wo ist meine Tochter? Was macht die gerade? Die meldet sich nicht. Du bist die einzigste Freundin, die gut für sie ist. Die eigene Mutter hat gesagt, dass ich eine gute Freundin bin, weil ich die einzigste bin, die hier keine Teile nimmt, kein Alkohol trinkt und einen guten Menschenverstand Und wer es habe. natürlich macht, das ist ihm selbst So, überlassen. und ich habe der Mutter Ja. zum Beispiel immer geholfen. Die Mutter hat sich bei mir stundenlang ausgeheult. Also wirklich stundenlang. Und ich habe der Mutter immer geholfen. Sowas will ich eigentlich gar nicht sagen. Aber ganz ehrlich, wenn die Mutter mir dann auch noch schreit und so tut, als wäre ich ein schlechter Mensch, dann reicht es mir Ja. Ich langsam. war ja selbst dabei bei dem Telefon. Hat die ihre Mutter angerufen und meinte, Igina, die H. Punkt, 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 bla 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 bla, hat die Sache komplett umgedreht. Und es ist ja klar, dass die Mutter dann geschockt ist und denkt, was macht die mit meiner Ja, Tochter? natürlich. Aber ich war bei einem dabei, Shelly war bei einem dabei. Und von daher. Ach, genau. Und soll ich euch mal eine Sache sagen? Das Mädchen hat an dem Tag, wo dieser Streit überhaupt angefangen hat, hat die angefangen mit so ekligen Beleidigungen mir gegenüber. Und ich bin so erwachsen, ich habe so erwachsen gehandelt, dass ich die nicht zurückbeleidigt habe, dass ich gesagt habe, Sarah, wir reden ganz ruhig darüber. Ich weiß gerade nicht, was dein Problem ist, weil ich versuche, die immer zu beruhigen, damit die nicht noch mehr ausrastet. Ich glaube auch, dass für mich nach diesem Statement eigentlich das komplett vorbei ist mit ihr. Und auch das Interesse an einem Zoom-Meeting eigentlich gar nicht vorhanden ist, weil ich möchte mich sowieso von ihr distanzieren, also aufgrund ihrer Aussagen. Und du weißt, welche Aussagen. Die hat Aussagen getätigt über Dunkelhäutige, über die LGBT-Community, über jegliche Formen von menschlichen Sachen, also die gar nicht gehen. Und ich glaube, für mich ist auf jeden Fall der Kontakt komplett vorbei für dich. Auch so ein Ja. Zoom-Meeting mit so einer Person. Ich möchte mit so einer Person auch gar nicht mehr konfrontiert werden oder irgendwas. Weil die hat solche schlimmen
wir sind da, wie sagt man das, Aussagen getätigt, Ja. die auf jeden Fall gar nicht zu grün sind. Und wenn ich die jetzt hier sagen würde, würden alle wow, aber ja. Okay, verstehe ich. Ja. Ich kann dir später nochmal privat sagen, dann verstehst du vielleicht so ein bisschen. Okay. Ja, Das Ding krass. ist, man versucht mit der normal zu reden. Man sagt ja sogar noch, Sarah, lass getrennte Wege gehen. Wir haben keine Lust auf so Netflix im Internet, weil das eigentlich schon Sachen, die man privat klärt. Auf einmal sagt die, fängt die an, schwer zu beleidigen. Auf einmal redet er dazwischen und sagt, ey, Sarah, lass uns das jetzt normal klären, bevor du wieder im Internet anfängst zu weinen für ein paar Klicks. Und dann fängt die an, kann ich normal reden, die fängt an, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, die sagt zu ihm, ja, geh Schwänze lutschen, zu mir sagt die kleine Hurentochter, obwohl wir ganz neutral und ganz normal reden. Und Ja. das haben wir auch schon immer versucht, das haben wir auch schon immer neben der versucht, aber es klappt bei der nicht. Sieht's Wir aus. haben auch, Irina hat auch versucht, ihre Mutter zu konfrontieren gestern. Die hat versucht, mit der Mutter zu reden. Die Mutter blockt Zum auch Beispiel, die ist komplett auch so ein ab. Mädchen, Vati, wenn du zum Beispiel mit der bist, wir sind zum Beispiel ich, du, ich, er, du und deine Freundin sind zum Beispiel zu viert mit Sarah, also zu fünf. Und auf einmal gehen du und deine Freundin zum Beispiel weg und dann sagt ihr zu uns, fickt eure Mütter, zu euch da, so weißt du. Boah. Die Ja, uns die sagen ja checke auch ich ja schon schon ab. auch, ja. Guck mal, das Ding ist, meine Erfahrung, ja, meine Meinung dazu ist, Sarah, egal wer kommen wird, ja, ob sogar ihre Eltern, es ist ihr alles, ciao, egal wer kommen wird, sei es Freundin, Kumpel, Freund, scheißegal wer, die muss selbst ihre Lebenserfahrung machen, die muss auf die Fresse fliegen, die Das stimmt auch. irgendwann, also entweder nimmt sie sich wirklich tief in ihre Seele selbst und sagt, ich ändere mich jetzt, ich muss ein guter Mensch werden, das geht nicht. Oder sie endet richtig böse, wenn sie so weitermacht. Keine Ahnung. Ja, ich habe noch eine Sache, die ich sagen wollte. Und zwar ist es ja schon öfter vorgekommen, dass wir uns mit Sarah gestritten haben, aber wir haben der jedes Mal verzeiht. Aber bei einem Thema, das ich weiß schon, wie lange das her war, er und ich, wir waren in Düsseldorf und sie wusste das und hat mir dann gedroht, weil davor hat sie sich mit der gestritten gehabt. Die hat mich ja im Internet immer beleidigt und so und ich habe nicht darauf reagiert. Irgendwann hat es mir gereicht, bin in die Live reingegangen, habe die zurück fertig gemacht. Ich bin nicht mal beleidigt, ich habe die nur fertig gemacht. Und am nächsten Tag kam sie dann nach Düsseldorf, stand vor Messer mit mir. Und ich bin natürlich so schlau gewesen, bin zur Polizei gegangen, habe gesagt, ein Mädchen Das ist, hat sie gebracht. Ja, ich stand vor einem die Messer hatte. mit mir, vor einem Messer von mir, wollte mich ist mit mehreren Ja, Leuten gekommen, wir ja. waren nur zu zweit, wir Die mussten sogar. und ihre ganzen Mädchen, nee, wir haben es bewusst gemacht, damit die endlich daraus lernt und Ja, dann aber wie kann die denn, halt. wie können denn andere Mädels da mitmachen und da mitziehen? Aber das ist ja das Problem, die Freunde von ihr, und das ist egal, wer von ihren Freunden, die trauen sich ja alle nicht zu ihr zu sagen, weil die Angst haben, dass sie exposed werden oder dass die Ja, irgendwie weil die sagt stalkt zu jedem, werden. ich mache eine Insta-Story oder ich steche dich Ja, an. und lügen, Die stand deswegen. wirklich vor Messer mit mir und die hat eine Anzeige von mir bekommen, die hat eine Anzeige von meiner Mutter bekommen, weil stell dir mal vor, Vater, du hast eine Tochter und deine Tochter wird draußen machen oder es droht die Gefahr, dass sie wird. Wir wissen alle ganz genau, dass Sarah schon mal jemanden hat, deswegen habe ich die Polizei alarmiert. Die Polizei hat genau, wo die Frau mit dem Messer stand, die auf den Boden geworfen und mit zur U-Haft Echt, genommen. hat sie das schon mal gemacht? Ja, bei mir hat die das abgezogen. Okay, krass. Na ja, gut, Leute, was soll ich sagen? Lasst euch auf jeden Fall nicht einschüchtern von so einem kleinen Mädchen, Leute. Macht die Schule weiter, damit ihr so nicht endet. Leute, wie gesagt, ich wollte euch auch nur zeigen, beide Seiten anhören, das haben wir jetzt gemacht. Ich habe halt falsch reagiert, weil ich mitgefühlt habe. Und es ist halt meine Einstellung, was soll ich machen, aber krass, ey. Hätte ich nicht gedacht. Mal gucken, was sie dazu zu sagen hat, wenn sie das sieht. Ich bin echt gespannt. Okay, habt ihr noch zum Schluss was zu sagen? Ja, danke für eure Zeit auf jeden Fall, Leute. Beim nächsten Mal fragt beide Parteien. Egal, ob es jetzt auf dich bezogen ist oder auf andere. Denkt euch euren Teil und jetzt könnt ihr immer dreimal nachfragen, ob Ja. das wirklich stimmt, was gesagt wird oder was nicht. Denkt lieber ein bisschen mehr nach als einmal zu wenig. Und danke, dass ihr Ja. zugehört habt. Ich Danke wollte für auch eure nur noch Zeit. sagen, und da finde ich es gut, dass wir uns mit Party doch noch ausgetauscht haben, Ja, danke dass die dafür Wahrheit nochmal. ans Licht gekommen ist, weil so eine kann man wirklich nicht durchlassen. Und ich sage euch, im Endeffekt, irgendwann kommt immer die Wahrheit raus. Ob es jetzt genau in diesem Zeitpunkt ist oder ob es in 2 Jahren ist, irgendwann wird immer die Wahrheit rauskommen. Deswegen hört auf zu lügen. Genau, das war Barbie Ja. Egner. Und Beige ja. Barbie. Ich kann euch nochmal sagen, also wenn ihr jetzt demnächst dann mein Besuch seid für die Videos, die wir drehen zusammen, dann könnt ihr ja nochmal Feedback abgeben, ob es wirklich Ja, so ist, wie genau. es. Ja. Okay, Leute. Richtig. Also ihr wisst Dann, Bescheid. ja.